Noch 5 Brocken. Sonst wird das zu einseitig. Für mich. Und dann gehen wir den nächsten Punkt an. Oder dann machen wir wieder ein bisschen auf der Route. Und dann nehmen wir den nächsten Planeten in Sachen Cadmium. So, wo sind denn hier bitte die nächsten Ziele? Das müsste man tun können. Kann man das vielleicht beim Ingenieur oder so? Damit man hier noch mehr Düsenkraft hat für das SRV. Das wär's doch. Hallo, wo sind denn hier die Ausschläge? Keine weiteren Ausschläge? Ja. 5 Brocken, okay. Ab jetzt. Nein, 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 nein. Du bleibst schön auf deinen 4 Rädern, mein Freund. Wir haben schon Schlimmeres durchgestanden. Da kommt noch mehr. Wir hätten vielleicht aus der Luft aus einen großen Canyon ausmachen sollen. Der komplett so eine glatte Oberfläche hat, wie wir jetzt hier gerade haben. Vorsichtig gegenlenken. Oh! Okay, okay, alles cool. Kurz abheben. Abheben, abheben. Ist in Ordnung. 92%. Strukturelle Integrität. 90. Alles wird gut. Niemand hat sich verirrt. Oder die Orientierung verloren. Niemand, wirklich niemand. Come on. Brocken, Brocken, Brocken. Da hinten. Da gibt's was. 5 Stück. Wir wollen das auch nicht überstrapazieren. Wir bleiben im Flow. Wir halten das Adrenalin-Level oben. Alles cool, alles cool, gut aufgesetzt. Es geht ganz gut eigentlich mit dem Motor, muss ich sagen. Ich bin zwar immer noch versierter mit dem Gamepad, aber man kann sich echt dran gewöhnen. Man hat so eine schöne Präzision. Man hat einfach mit dem Joystick so eine höhere Spannweite. Und hepp, na los, spreng schon. Ah. Es ist einfach zu wenig hier los. Da, endlich, der nächste Brocken. Der erste vom Countdown. Aber ihr hattet mir ja auch geschrieben gehabt, mehr oder weniger geraten habt ihr mir. Also nicht direkt, sondern ich schließe das daraus, dass ich mich nicht allzu genau an die Auflistung für Planeten auf Inara halten soll, wenn ich auf der Suche nach Ressourcen bin. Ich soll stattdessen nach Planeten suchen, die zwar die jeweilige Ressource verfügen, aber ebenso sollten sie auch geologische sowie biologische Signale verfügen. Denn an diesen Stellen gibt es häufiger mal ein paar Brocken. Das Dumme ist jetzt nur, dieser Planet hat weder geologische noch biologische Signale. Aber beim nächsten, okay? Chondrit. Chondrit. Gib es mir. Sofort. Drehen. Ballern. Brocken. Brocken, Brocken. Oh, oh, oh. Das sieht gut aus. Das kenne ich gar nicht. Vorsichtig. Zurück. Neues Material, sag ich doch. Habe ich noch nie gesehen hier. Aber auch hier wieder der ganze andere Mist. Der mich zumüllt, aber noch brauchen wir den ganzen Mist. Bis unsere Lager aus allen Nähten platzen. So. Wo sind denn hier die besten Signale? So, das war Vorkommen Nummer 1. Noch 4. Jo, nehme ich.
Nein, nein, nein. So nicht. Volle Drehung. Oh, oh, oh. Sehr schön. 360. War beabsichtigt. Rüber. Wir haben noch 78% strukturelle Integrität. Das muss reichen. Zumindest für diesen Planeten. Oh, hier ist echt wenig los. Das ist so traurig. Die Signale vermengen sich. Sehr gut. Da wartet der nächste Brocken auf uns. Wow! Yay! Ausgleichen, ausgleichen! Und runter vom Gas. Geht doch. Sauber. Echt gut. Ja, da kommt es. Da ist was. Was ist es? Ein Ausbiss. Ist das gut oder ist das schlecht? Das ist das Schlechteste überhaupt, ne? Nee, ja, Cadmium! Yay! Vorsichtig jetzt. Wir haben's. Counter wird wieder auf Null gesetzt. Ich habe auch schon gezweifelt. Nichts ins All schießen, bitte. Warte mal, ein Stückchen näher noch ran. Stehen bleiben. Wir versuchen es nochmal über die Kontakte. Ja, ja. Es geht echt gut, wenn man erstmal richtig steht. Wenn man es begriffen hat. Aber die sammle ich jetzt manuell ein. So, gut. Haben wir jetzt genug? Cadmium. Ich nehme die Mindestanzahl mit. Ich würde mich damit zufrieden geben. Mark Connector ist aktualisiert. Was sagt mein Crafting? Hm. So, einmal aktualisieren hier. Ja, wir haben genug. So gut. Aber wir haben auch irgendwas anderes noch eingesammelt. Denn das nächste, was wir auf der Komponentenliste brauchen, sind chemische Manipulatoren. Es geht also wieder an Anarchiesysteme. Nachdem wir das nächste Stückchen auf unserer Road to Riches erledigt haben. Fantastisch. Klasse. Na dann wollen wir mal gucken, wo es hingeht. Hierhin müssen wir nach HIP 29113. Aber ich kann das hier gerade aus dem SRV nicht als Route einstellen. Was für eine Frechheit. Schiff zurückholen. Kommt bestimmt gleich. Vielleicht vorher noch ein paar Bilder schießen. Hallo Schönheit. Aber jetzt erstmal weiter. Die Diamond wartet schon auf uns. Da drüben. Und hoch. Ey, auf einmal haben wir Cadmium. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel haben wir hier bekommen? Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir schon ein bisschen hatten. Das kann ich ja bei Inara gleich einsehen. Das mache ich gleich. Da bin ich neugierig, wie viel wir jetzt hier gesammelt bekommen haben. Diamond, mein Schätzchen. Ging gerade noch mal gut. Und Undock-Vorgang. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ein Finger schon auf der Handbremse. Und zack. Perfekt, dankeschön. Okay, ich guck mal kurz bei Inara nach. Das müsste doch hier stehen, ne? So, Cadmium. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt machen muss. Finde ich bestimmt nachher mit ein bisschen Ruhe. Wie viel haben wir denn insgesamt eingesammelt? Oder wie viel haben wir jetzt insgesamt? Cadmium mit K. 6. Okay, wir haben jetzt 6 Cadmium. Und bis zu 200 können wir sammeln. Wie viel Eisen haben wir denn mittlerweile? 142. Da geht aber noch was, ne? Sammle ich ein, bis das Ding hier voll ist. Aber okay. So, Sternkarte. Wir wollen nach... HIP. 29. 11, 3. Hier rüber. 67 Lichtjahre. Zack. Raus. Starten. Ja, Fahrwerk. Hochziehen. Voll Energie auf den Antrieb. Boosten. Oder können wir uns gleich ausrichten? Nee, ne? Nee, ein Stückchen ist noch. Komm schon. Du zieh dich schon durch, du Linie. Geht doch. Theoretisch
könnten wir uns jetzt drehen, sofern wir es nicht übertreiben mit dem Anflugswinkel. Na? Oh oh, oh oh. Alles cool, alles cool. Schnell, Super Cruise. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Hallo, hallo, hallo. Einmal durchhonken, bitte. Lohnt sich der Spaß? Wir gucken. Modus 2. Nein, hier ist nichts dabei, was wir brauchen könnten. Das geht sehr gut mit dem Hotas. Oh, da ist es ja schon, das System. Frameshift. Und hier soll es richtig dick die Kohle geben. Drei Planetchens, die ordentlich was abwerfen werden. Hier müssen wir definitiv alles mitnehmen. Das ist ein Kohlesystem. Einmal bitte am Stern vorbeifliegen, unterwegs ein ganz klein bisschen tanken. Und schon ist die Sonne weit genug weg, dass wir effektiv den VSS anschmeißen können. Ich schalte euch wieder ein, wenn ich was Cooles gefunden habe. Oh, wir müssen noch ein Stückchen weiter wegfliegen. Reicht. Ah, na geht doch. Wasserwelt. Käseplanet. Und schon ist der Systemscan abgeschlossen. Dankeschön, VSS. Wir müssen in die Systemkarte. So, wer ist denn jetzt hier terraformbar? Da waren keine biologischen Samples mit dabei. Ich habe die ganze Zeit oben rechts geguckt. Ich dachte, wir könnten hier noch was mitnehmen. Aber nee. Okay, nein, noch nicht erfasst. Aber den können wir uns sparen. Den wollen wir uns angucken. Das ist ein guter Planet. Raus bitte aus der Systemkarte. Gas geben. Flugmodus. Und, naja, Nickerchen können wir uns fast schon sparen. Ich wechsle schon mal zum Oberflächenscanner. Der ist ja wirklich direkt um die Ecke. Ab 10 Sekunden auf hier 75%. Wir wollen ja nicht landen. Ansonsten immer 50%. Sonst knallen wir wieder gegen, ja, die Atmosphäre, ne? Aber das sind auch keine 75%. Ich nehme hier die Lampe hier. Hier ist eine Lampe. Haben wir auf dem Schubregler. Die nehme ich jetzt. Die Lampe unter 50. Das ist in Ordnung. Okay, Oberflächenscanner. Do your thing! Komm, 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 komm. Es fühlt sich jetzt auch so ein bisschen an, als ob der Joystick vom HOTAS-System so ein bisschen eingegroovt ist. Der flutscht jetzt einfach ein bisschen besser, als ob, naja, als ob die Oberfläche so ein bisschen abgerieben ist, ne? Aber so muss sich das doch anfühlen. Also, als Pad-Spieler, als ehemaliger, langjähriger Consolero, muss ich sagen, es ist doch nichts schlimmer als ein niegelnagelneuer Controller. Also ein ganz alter, abgenuddelter ist natürlich auch nicht cool, aber so ein neuer ist auch nicht, ne? So Yellow vom Sack. Ich glaube, das reicht, ne? Dankeschön! Wunderbar! Systemkarte! Wir haben noch keine Zeit. Aber schade, dass wir hier echt keine biologischen Samples mitnehmen können. Na gut. Terrestrische Wasserwelt, wir kommen. Flugmodus. Vielleicht mit Nickerchen? Oder ist das Ding nah dran, ne? Naja, ganz kurzes Nickerchen, oder? Powernap. Oberflächenscan abgeschlossen. Ich habe nicht ganz das Effizienzziel erreicht, aber nun ja, das wollte ich euch ersparen. Ne? Zurück in die Systemkarte. Flupp. Und hier rüber wahrscheinlich, ne? Dün, 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 dün. Ja, noch nicht erfasst. Terraformbar. Das wollte ich lesen. Rüberfliegen. Ausrichten. War langsam. Nein, nein, ist in Ordnung. Wir wollen nur dran vorbeiziehen. Trotz der Gravitation. Und Nickerchen. Oh, 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 wir sind wieder zu schnell. Schnell die Sonden abschießen. Bevor wir zu nah dran sind. Konzentration, Leo. Ist noch ganz früh am Morgen. Ich habe neue Aufnehmzeiten. Direkt nach dem Aufstehen. Der Kaffee wirkt noch nicht. Ich glaube, das reicht, ne? Damit hätten wir das System abgeschlossen. Ich bin sehr zufrieden. Und wir können uns jetzt dem nächsten Punkt auf der To-Do-Liste widmen. Der da wäre. Der da wäre. Wo ist denn hier mein Fenster, bitte? Das haben wir gerade gemacht. Richtig, genau. Wir können jetzt diese drei Planeten abhaken. Vielleicht. Ja, wir gehen den nächsten Punkt an.
verkaufen aber vorher definitiv noch unsere Daten, weil es sonst zu gefährlich wird. Wir brauchen chemische Manipulatoren. Und laut Inara wäre das wieder genau das Abschießen von Transportschiffen in Anarchiesystemen. Surface Points of Interest, das wurde aber nicht übersetzt. Das sind diese random Missionspunkte auf Planetenoberflächen, glaube ich. USS Convoy. Ja, das ist es. Das habt ihr mir geschrieben. Konvoi, Auflösungsmuster oder Signale. Das machen wir in Anarchiesystem. Das sind dann Transporter. Und dann bekommen wir unsere chemischen Manipulatoren. Fantastisch. Inara, wo ist das nächste Anarchiesystem? Nächste. Wir brauchen... nicht Station, sondern Eigenschaft Sternsysteme. Oh, die Werbung hier ständig, ne? Wie oft war hier schon Viagra-Werbung? Mal ganz im Ernst. Die kommt doch bei euch auch, oder? Also ansonsten weiß ich auch nicht. Anarchie, Suche. Große Population. Ach, das muss ich ja wieder, ne? Das muss ich hier wieder selber einstellen. Zack, über 1 Million oder über 1 Milliarde. Was sagt ihr? Wir nehmen mal 1 Milliarde. Wie weit wäre das weg? LAS 1541, schon wieder. Ist auch ein cooles System. Da ist es. 136 Lichtjahre. Wieder raus. Flugmodus ausrichten. Und wenn wir angekommen sind, verkaufen wir unsere Daten. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir zerschossen werden. Forscher, wir kommen. Frameshift. Wir gucken trotzdem, was wir unterwegs finden können. Aber auch hier wieder nur die High-Value-Planet. Runter, schnell runter. Ich habe gerade meinen Todbereich vom Joystick noch mal ein bisschen angepasst. Denn da gab es ein paar merkwürdige Bewegungen. Nee, ist nichts. Nichts, was wir mitnehmen wollen. Ausrichten. Frameshift. Gibt es hier vielleicht was Nettes? Schon mal ein bisschen ausrichten. 14 Himmelskörper, VSS. Und wir kennen alles schon, das ist gut. Das bedeutet, wir können direkt in die Systemkarte ein bisschen tanken nebenbei. Wir könnten auch hier die Daten verkaufen gehen. Ist hier vielleicht irgendwas terraformierbar? Nein, nein. Aber ich will auch gucken wegen... Planeteninformation. Oh, biologisch. Eins nehmen wir mit, okay. Damit wir auch da den Rang ausbauen. Wollen wir das gleich als erstes machen? Gute Idee, ne? Das machen wir. Nach Mardi Gras. So heißt das Ding doch, ne? Okay, Mardi Gras ist in die Richtung. Flugmodus. Und dann gucken wir weiter. Ja, noch ein Röntgen. Ausgerichtet. Ist ja um die Ecke, Mensch. Wirklich. Das ist ja nichts. Vorsichtig. Nicht, dass wir dran vorbeiballern. Ja, ich glaube, ich muss mal im Stillstand mit fixen Orientierungspunkten gucken, ob ich den Joystick noch ein bisschen präziser eingestellt bekomme. Weil hin und wieder macht er so ein paar Bewegungen. Toi, 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 nicht, dass der im Eimer ist. Sonst geht er zurück. Ich bin Prime-Kunde. Das lasse ich mir nicht bieten, Herr Bezos. Okay, wir sind gleich da. Schön. Und hier wollen wir dann auch runter. Nice, aber wie gesagt, 50%. Bis wir bei ATR durch sind. Das haben wir das letzte Mal schmerzhaft gelernt. Aber Schmerz war doch schon immer der beste Lehrmeister. Zu schnell. Drosseln. Blau werden. Dröhnchen. Wie viele? 6 Stück. Also das volle Programm. Und hier und hier und hier. Vielleicht gibt es ja was Besonderes. Ist das die Tagesseite? Ja, ne? Ich habe letztens ein Video auf YouTube gesehen. Das bezog sich auf das neue Lichtsystem nach Patch 9. Oberfläche zu 50%. Hat sich da irgendwas geändert oder so? Letztens waren wir ja auf einer Planetenoberfläche unterwegs
Und das sah schon sehr, sehr cool aus. Cooler, als ich sonst in Erinnerung gehabt hätte. Bakterium! Yay! Ist das nicht wieder Kruste? Mein Lieblingssample! Vorsichtig, 50%. 50, hier. Genau 50. Irgendwohin, wo es lila ist. Hier. Bisschen angewinkelt. 50. 50 ist eingestellt. 50, 50, 50. Auch wenn die Nadel gerade nicht blau ist. Oder vielleicht nach dem OC. Nach dem Orbital Cruise 50. Wir sind mutig. Ist okay. Gucken. Und jetzt zu 50. Jetzt sind wir auf 50. 50-50. Die Chancen stehen gut. Bis auf ATR. Und dann gibt's wieder Gas. Es ist nur das Stückchen, was kritisch ist. ATR, bitte. Na, ein bisschen schneller können wir schon. Alles okay. Ja, dieses Stückchen. Ich glaube, wir können schon wieder aufs Gas, ne? Los! Übergang! Jetzt kann ich Gas geben. Hundertprozentig. Cool. Und runtergeballert. Boosten! Oh, das geht ziemlich fix nach unten. Schon wieder Angst gehabt, ne? Aber es wäre nichts passiert. Danach, jetzt muss man aufpassen wieder. Nach dem Übergang in den Gleitmodus. Ich werde es auch irgendwann mal lernen, ne? Mal gucken, ob wir gleich das erste biologische Sample irgendwie ausmachen können. Aus der Luft. Da ist doch schon Kruste. Sehe ich doch sofort. Sehe ich doch sofort. 200 Meter. Langsamer. Na, Texturen? Wo seid ihr? Noch ein bisschen in der Vergangenheit, ne? Das sieht doch hier gerade ein bisschen nach PS1 aus. Aber die kommen gleich. Nicht vergessen, dieses wunderschöne Spiel kann ich nur viel. Es sieht auch noch verdammt gut aus. Ist das Kruste? Bin schon an Kruste vorbeigeflogen, ne? Hoch. Hoch. Höher. Vielleicht doch mit Fahrwerk, damit wir kontrolliert langsam fliegen. Ja, wenn das Fahrwerk draußen ist, wirkt das Ganze hier wie so ein Scout-Modus. Hm. Naja, aber wir fahren ja sowieso. Oh, wir fahren ja sowieso ganz gerne mit dem SRV durch die Gegend. Ist okay, runter. Wir wollen aussteigen. SRV. Und absetzen. Gleich die Luzi wegschicken. Das ist Modus 3. Stopp, erst Handbremse. Dann Modus 3. Und jetzt, ne? Wenn die Reifen draußen sind, kann ich das Schiff rausschicken? Nee, erst wenn wir wirklich hier in den manövrierbaren Bereich gewechselt haben, dann können wir unser Schiff hier wegschicken. Es geht wieder los. Biologische Samples und so. Lampe ist an. Alles andere würde nur stören. Los, diesmal wird in Rekordzeit. Da ist Kruste, hundertprozentig. Nee, doch nicht. Ah, die Bodentextur täuscht hier gerade so ein bisschen, muss ich sagen. Aber zumindest ist es schön glatt. Alles schön glatt. Vielleicht die Ausschläge im Auge behalten. Es ist doch Kruste. Bakterium ist Kruste. Intergalaktischer Eintopf. Oh. Ach so, hier. Stabilisator war noch an. Den mag ich nicht beim SRV. Das versuche ich selber zu managen. Es ist doch Kruste. Vielleicht müssen wir wirklich ein bisschen rumfliegen. Schrägstrich rumfahren. Damit uns der Zufallsgenerator von Elite auf die Sprünge hilft. Fernlicht bitte. Viel besser. Oh, es ist ganz schön dunkel hier. Ganz schön dunkel. Kruste, wo bist du?
Wir haben Hunger.